My compliments on a job well done, Mr. Thiel. My client was very pleased. I have more work for you, with a more hands-on approach. Your next job is taped under the phone. Ein bedauerlicher Unfall ist die zweite Telefonattentat-Mission. Es soll wie ein bedauerlicher Unfall aussehen. Mrs. Dawson verlässt bald den Juwelier in Vice Point. Man muss sie ausschalten. Und es soll wie ein Unfall aussehen. Was heißt, man darf keine Waffen verwenden. Man darf nicht aussteigen und ein bisschen nachhelfen. Sondern man soll auf jeden Fall das im Wagen erledigen. Was keine... Es ist kein Hindernis, aber macht es ein bisschen komplizierter. Da kommt sie raus, steigt in den Wagen und dann düst sie schon los. So viel Zeit muss sein. Wenn das Auto in Flammen aufgeht, dann soll man sich so weit wie möglich auch entfernen. Erstens, dass man nicht mit drauf geht und zweitens, um den Verdacht natürlich abzulenken. Na gut, wenn man aber anfängt, sie zu rammen das erste Mal, dann kommt sie schon in den Panikmodus und gibt ein bisschen Gas. Ihr Wagen ist halt auch nicht der langsamste. Aber hey Mann, das muss man leider durchziehen, das ist so ein Mini-Grind. Man muss den Wagen oft genug rammen, damit er immer mehr Zustand verliert, wie es rechts zu sehen ist. Und es dauert ein bisschen, ich gebe es zu. Da muss man halt ein klein wenig Zeit einkalkulieren. Ist nun mal so, wie gesagt, man soll nicht ballern. Sonst ist die Mission gescheitert. Also fährt man halt lang genug hier hinterher immer wieder rein. Und was auch leider dazu gehört, mein Wagen fängt irgendwann zu brennen an und fliegt in die Luft. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass es so kommen wird, dass man so schnell wie möglich sich einen zweiten Wagen greift und durch die Gegend düst, um mir dann gleich wieder hinterher zu fahren. Ist auch noch ein kleines Hindernis. Was passieren kann, ist, dass sie dann allerdings außer Reichweite kommt. Das heißt, ein bisschen sollte man doch versuchen, sich ranzuhalten. Wenn man es aber hinbekommt, ist es letztendlich nicht so eine große Herausforderung. Wieder mal, man muss es nur oft genug hinbekommen, hier hinten in den Wagen reinzubrettern. Das alles, ansonsten kann ich vorspulen, bis es soweit ist, ist auch kein Hexenwerk.